Oh Gott, armer Arno. Naja, er hat es ja gelassen genommen, außer dass er mich genötigt hat, mit ihm die Wände nachzustreichen. Hallo, Charlie. Hallo. Naja, also ich hör dann mal rüber. Arno wartet sicher. Ja, also wie gesagt, falls ihr noch Hilfe braucht, melde dich einfach. Ja, gut zu wissen. Danke. Tschüss. Ist deine Tante unter die Maler gegangen? Sie hat Niklas und Luca die Renovierung der Wohnung überlassen und scheinbar gab es da unterschiedliche Ansichten, was den Look angeht. Okay. Was ist denn los? Nichts. Aber wie es aussieht, sind wir beide alleine. Konstantin taugt Spanisch, Nathalie auch. Andi ist auf der Baustelle. Okay. Schade eigentlich, dass wir schon wieder arbeiten müssen. Tja. Stimmt so. Das nenne ich Trinkgeld. Oh, sorry. Ich bin heute irgendwie nicht ganz bei mir. Stress? Ein bisschen vielleicht. Na, Mädels? Sag mal, bist du auf dem Weg nach Königsbrunn? Soll ich dich mitnehmen? Ach, das wäre super. Ich bin spät dran. Guck mal, wie glücklich die beiden wieder sind. So. Sollen wir los? Jonas? Hey, was machst denn du hier? Hey! Wer ist das denn? Keine Ahnung. Ich hab ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Boah, in der Stadt. Ja, cool. Was hast du gemacht? Der Ausflug wäre echt eine super Idee. Ja, hast du was anderes erwartet? Du siehst auch schon echt entspannter aus. Hallo, Herr Schiller. Naja, geht so. Was ist denn eigentlich los mit dir? Ach, je weniger du weißt, desto besser. Glaub mir. Oh, das klingt aber spannend. Wasser? Ja. Sag mal, sind schwule Pärchen eigentlich leidenschaftlicher? Wie kommst du jetzt darauf? Ist es denn so? Was soll ich denn jetzt darauf sagen? Das hängt doch immer von den zwei Menschen ab, die zusammen sind, oder? Egal, ob zwei Frauen, zwei Männer, eine Frau und ein Mann. Egal, oder? Ja, ich dachte nur, weil... Ich wollte nur, also... Man hört ja so Sachen bei Schwulen. Ja, also... Über offene Beziehungen und so. Ja, die haben wir nicht und die wollen wir auch nicht haben. Und jetzt sagst du mir erstmal, warum du dir so komische Gedanken machst. Ja, also ich du bist doch schon neugierig, wer dieser Typ war, der im No Limits war und den Olli da umarmt hat. Ja, sicher. Aber wenn du darauf anspielen willst, dass ich eifersüchtig bin, nein, bin ich nicht. Olli und ich, wir haben schon so viel zusammen erlebt. Wir waren ganz unten und haben uns wieder zusammen ganz hoch gekämpft. Wir werden heiraten. Und da ist man nicht mehr eifersüchtig. Da weiß man, das Einzige, was der dem da erzählt, ist, wie glücklich wir sind. Und das ist ein tolles Gefühl, glaub mir. Geht das nicht schneller? Nein, dann frage ich woanders wieder an. Hey. Hey. Na, wie war der Nachmittag? Mit deinem unbekannten Freund. Jonas. Jonas. Muss man den Namen eigentlich kennen? Ich glaube nicht, ist ein alter Bekannter. Ich habe den ewig nicht gesehen. Oh, hattet ihr euch ja bestimmt viel zu erzählen, oder? Hast du ihm denn auch gesagt, dass du mit dem coolsten Typen Düsseldorf zusammen bist? Das war ja wohl schwer zu übersehen vorhin. Das stimmt. Christian, ja. Ach, lass mich raten, er war bestimmt ziemlich eifersüchtig. Kannst du jetzt bitte mal ernst bleiben? Was? Sorry, ich muss los. Zu groß. Was ist denn los?
Olli. Olli, du hast... Hey, Olli, du hast dein Portemonnaie... Verwechselt, tut mir leid. Da bist du ja. Du hast dein Portemonnaie vergessen. Hey, Olli. Was ist denn los mit dir? Du hast doch kein einziges Wort gesagt, seit wir wieder hier sind. Was ist denn plötzlich los? Heute Morgen warst du noch gut drauf. Tut mir leid. Es liegt an Jonas, hä? Jonas ist HIV-positiv. Leid für ihn. Ja, auch, aber es geht nicht nur um Jonas. Jonas und ich, wir hatten mal was. Er wusste es damals noch nicht, aber er war da bereits schon positiv. Und jetzt meinst du, aber selbst wenn Jonas damals schon positiv war. Mensch, das heißt doch noch lange nicht, dass du jetzt... Aber es könnte sein. Aber ihr habt doch immer Kondome benutzt, oder? Natürlich. Wir hatten genau einmal was, aber wir waren total betrunken. Aber woher willst du denn wissen, dass er damals schon positiv war? Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Doch. Durch den Test kam raus, seit wann er ungefähr das Virus hat. Deswegen war er hier. Christian, was ist, wenn ich mich angesteckt habe? Und dann dich? Hat der Dr. Köster die Ergebnisse ja schon morgen da. Hoffentlich. Normal dauert es immer länger. Gibt's denn keine Schnelltests? Doch, aber die sind nicht wirklich sicher. Bis die Ergebnisse da sind, können wir einfach so tun, als wäre nichts. Hm? Wie wär's mit einer Vitaminbombe? Klingt gut. Und vor allem gesund. Hey, Mädels. Hey. Anna, wie wär's, wenn du für heute Schluss machst? Echt? Hm? Das ist super. Ich wollte eh ins Kino. Ja, da siehst du mal, was du für einen netten Chef hast. Habe ich das je bezweifelt? Danke. Tschüss. Ciao. Und, was machst du so? Lernen. Cool, das ist ja Spanisch. Wenn ich Korrespondent bei einer spanischen Wirtschaftszeitung werden will, sollte ich vielleicht auch Spanisch können. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Vergessen? Ich rede die letzten Tage doch andauernd Spanisch. Ja, was? Ich habe gerade meine Prüfung zum Pferdewirt hinter mir. In meinem Kopf ist neben korrekter Stallhaltung und Hufpflege nur noch Platz für Ollis und meinen Namen. Weil er mich manchmal Günther nennt. Ich bis jetzt noch nicht weiß, wer das eigentlich sein soll. Kommst du denn eigentlich in eine Dienstwohnung gestellt in Madrid? Ich arbeite in Düsseldorf. Du musst doch bestimmt öfter mal nach Spanien. Genau. Und wenn du die Wohnung dann nicht brauchst, weil du ja hier arbeitest, können wir uns ja am Wochenende einmieten, oder? Ja. Alles klar, Jungs. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Dienstwagen für die ganze WG, vielleicht eine Haushälterin, weil du keine Zeit zum Putzen hast. Alles klar bei euch? Logisch. Sicher. Soll nicht klar sein? Ja, also, ich lerne jetzt mal weiter, ja? Ja, und ich muss auch noch unbedingt irgendwas machen.
Yesterday I got lost in the circus in the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you're radio. Your mama called, she said that downstairs crying. Hast du dein Handy dabei? Sie hält es doch an. Ja, dann fangen wir auch. Ich habe ungefähr 10-mal gecheckt, ob die Sprechstundenhilfe meine Nummer richtig aufgeschrieben hat. Wann macht diese Praxis auf? Genau jetzt. Andi, was gibt's? Nein, wir sind schon unterwegs. Genau auf dem Weg zum Großmarkt. Okay, wir bringen Brötchen mit. Ja, bis gleich. Was machen wir denn, wenn der Test jetzt wirklich... Schauen wir dann. Jetzt hoffen wir erstmal. Hey, los, ist Dr. Köster. Ja. Oliver Sabel? Okay, wir sind auf dem Weg. Bis gleich. Die Ergebnisse sind da. Unfassbar. Ist krass, wie schnell das gehen kann, hä? Hey. Ja, nee, klar, ich schaff das natürlich. Ich schau mir noch schnell Kapitel 5 an, dann komm ich gleich zu dir. Bis dann. Hey, Rebecca. Hey. Sag mal, wo wollten Olli und Christian eigentlich Brötchen holen? In Köln oder was? Ja, echt. Ist mir auch egal, wo. Mir nicht bekomme ich Hunger. Ich ruf die mal an. Ich hatte solche Angst. Die brauchst du jetzt nicht mehr haben. War das da gerade im Flur? Ich glaube ja. Ich weiß, du hast mich das schon gefragt und ich habe ja gesagt, aber... Mir ist heute klar geworden, wie schnell alles vorbei sein kann. Und deshalb... Ich möchte mit dir zusammen sein und ich will dich nie wieder verlieren. Und deshalb will ich dich heiraten. Mehr als sowieso schon. Und lieber gestern als morgen. Oh Mann, jetzt mache ich dir Druck. In 4 Wochen, ist das okay? Das klingt super. Ja, das finden wir doch auch, oder? Klar, solange wir richtig feiern. Ja, das mit der Party können wir ja noch später klären. Jetzt aber viel wichtiger, Leute. Ich habe Hunger. Wo sind die Brötchen? Ja, die haben wir vergessen. Am meisten freue ich mich auf meinen Bruder. Gregor und Luise. Hoffentlich ist sie nicht zu schwanger für die Reise. Vielleicht kommen sie ja schon zu viert. Oh. Hast du eigentlich schon Stella? Ja, aber ihren Kyler schicken wir lieber eine E-Mail. Wer weiß, wo die sich gerade wieder rumtreiben. Was ist denn eigentlich mit deiner Cousine? Olivia. Schade, dass ich ihre neue Adresse in L.E. nicht habe. Dann würde ich glatt eine Ausladung schicken. Ich will mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn dieser Test positiv ausgefallen wäre. Wenn nur einer von uns HIV gehabt hätte. Dann würden wir trotzdem hier sitzen und unsere Hochzeit planen. In guten wie in schlechten Zeiten. Na, die Planung weitergedient? Wer steht denn auf der Gästeliste? Auch meine Lieblingsschwester? Du hast eine Schwester? Ja, ich bin Ollis Tante, erinnerst du dich? Und nein, dein Bräutigam wurde nicht vom Klapperstorch gebracht. Naja, so oft wie Olli von seiner Mutter redet, da könnte man das schon meinen. Ne? Du weißt auch genau, wieso.
Die Geschichten haben alle kein Happy End. Die gute alte Henriette, das wird ein amüsantes Wiedersehen. Spinnst du? Die steht definitiv auf der schwarzen Liste. Wir haben eine schwarze Liste? Ja, jetzt schon. Es ist deine Hochzeit. Eben, und da hat die nichts verloren. Schade. Ich wüsste ja schon gern, von wem du deine strahlenden Augen hast. Von mir natürlich. Kein Wort zu meiner Mutter, klar? Ja. Aber irgendwas Nettes muss sie doch haben. Ist doch schließlich deine Mutter. Wenn du Intoleranz und Besserwisserei nett findest. Ja, du hast mir noch nicht viel von ihr erzählt. Ja, besser ist das. Weißt du, was sie gesagt hat, dass ich mein Coming-out hatte? Das musst du behandeln lassen, Oliver, das ist nicht normal. Falls du dich erinnerst, mir ist das damals auch nicht leicht gefallen. Mann, deine Mutter hat wahrscheinlich einfach Angst, dass du es... Meine Mutter interessiert nur, was die Leute sagen. Nachbarn, Freunde, Dackelclub. Um mich ging's ja nie. Warum kann die nicht ein bisschen sein wie Charlie? Komisch, dass die beiden so verschieden sind. Meine Mutter ist immer nur in Mappen geblieben. Und ihr geistiger Horizont auch. Aber vielleicht hat sie sich auch geändert. Mann, wie sagt man? Manche Menschen werden altersmilde. Olli, das weißt du doch gar nicht. Mann, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir haben sogar einen schwulen Außenminister. Das ist auch alles viel normaler geworden. Aber nicht für Henriette Thatcher. Das nicht in ihr enges Weltbild passt, das darf nicht sein. Und deshalb will ich sie definitiv nicht auf meiner Hochzeit haben. Aber du heiratest... Christian, ich gehe jetzt kurz vorhin. Und wenn ich zurückkomme, dann reden wir bitte über was anderes, ja? Ist Olli schon weg? Ja. Mädchenblase. Ach, ich dachte, ihr hättet gestritten. Das Thema Mutter reagiert da nämlich ziemlich allergisch. Habe ich gemerkt. Ist sie eigentlich wirklich so schlimm? Ja, Olli hat nicht übertrieben. Meine Schwester ist die Spießigkeit in Person. Ja, aber trotzdem, es geht um unsere Hochzeit. Da kann man sich auch mal zusammenreißen. Beide Seiten. Tu's nicht. Du wolltest sie doch heimlich einladen, stimmt's? Ja, ich will einfach nicht, dass er was bereut. Es soll der schönste Tag in seinem Leben werden. Ich will, dass es ihm gut geht. Ja, dann hör auf, drüber nachzudenken. Meine Schwester holt man sich wirklich nicht freiwillig ins Haus. Es sei denn, man will eine stressige Feier mit viel Krach. Na, hast du Charlie bequatscht? Nein. Ja. Ich habe es ihm ausgeredet. Gut, denn sie ist und bleibt auf der schwarzen Liste. Ja, okay, es war ja nur eine Idee. Eine blöde Idee. Ja. Ich will schließlich eine unvergessliche Hochzeit. Dann sollten wir Henriette vielleicht doch einladen. Entschuldigung. Die sehen wirklich toll aus. Klasse Design. Ja, stimmt. Hast du gut ausgesucht. Damit ist ja wohl endgültig bewiesen, wer von uns beiden den besseren Geschmack hat. Ja, ich natürlich. Ich bin ja auch mit dir zusammen. Oh. Müssen wir nur noch Ja sagen. Ja, sieh mal zu, dass du dich nicht versprichst. Wie keine Versprechen und was ist mit in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod euch scheidet? Was ist los? Gregor konnte sich nie mit unserem Vater versöhnen, weil er einfach zu früh gestorben ist. Gregor bereut das bis heute. Christian, ich habe jahrelang versucht, es meiner Mutter irgendwie recht zu machen. Aber ich kann dir nun mal keine Schwiegertochter bieten. Und keinen Enkel. Aber vielleicht ist dir das ja inzwischen egal. Ich find's wirklich toll, dass du dich so sorgst, aber... Glaub mir, es ist wirklich besser, wenn Henriette nicht zur Hochzeit kommt. Wir würden uns nur streiten. Ich wäre froh, wenn meine Mutter noch leben würde. Ich würde mich gerne mit dir streiten. So. Das sind die letzten. Alle eingeladen. Oder doch nicht?
Ich mache dann Feierabend. Okay, dann viel Spaß. Tschüss. Bist du dir sicher? Hey, vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Das bezweifle ich. Im Notfall hast du ja immer noch mich. Miriam, nimmst du den Brief hier noch mit und wirfst ihn gleich ein? Der muss heute noch weg, okay? Klar. Tschüss. Tschüss. Das ist echt lecker. Möchtest du noch was, mein Junge? Ach, nee, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus meinem Hochzeitsanzug platze. Hallo. Ja, ich? Nein, nein, wir machen gerade Mittagspause. Ich habe die Post mitgebracht. Ein paar Antworten auf unsere Einladung. Guck mal. Ja. Wir sind ein richtig begehrtes Hochzeitspaar. Von Gregor und Luise. Mhm. So. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mein Trauzeuge steht. Sollen wir mal darüber gehen? Mhm. Guten Appetit. Danke. Und, irgendwelche Nachrichten aus Meppen? Natürlich nicht. Olli, deine Mutter wird sich schon noch melden. Garantiert. Dann ruf sie an. Ich sollte auch noch nachlaufen? Hey, die kann froh sein, dass sie überhaupt eingeladen wurde. Das hat sie eh nur dir zu verdanken. Ja, ich weiß, ich kann ganz schön hartnäckig sein. Und deshalb rufst du sie jetzt an. Nein. Okay. Ich hab sie schon überall gesehen. Die Hauptsache ist ja auch, ja, um was geht's denn? Dass wir beide dabei sind. Genau. Sonst wird's ja auch kompliziert. Hm? Mit der Hochzeit. Wofür war der? Einfach so, weil ich dich liebe. Olli, das wird die absolute Traumhochzeit. Das Ereignis des Jahres. Wird das ja eine riesige, krasse Hochzeitsparty. Aber sag mal, warum heiratet ihr nicht eigentlich hier auf dem CSD? Dann könnt ihr euch die Hochzeitskutsche sparen. Du bist so witzig. Wieso? Ich denke, ihr heiratet, damit sie die ganze Welt erfährt. Ja, für die eine ist unsere Hochzeit Freude, für die anderen der blanke Horror. Schaff's halt das immer. Blanke Horror? Du meinst doch nicht etwa, weil wir euren Junggesellenabschied an der Backe haben. Keine Sorge, das machen wir gern. Sag mal, wer ist eigentlich die Braut? Ich habe gehört, es soll zur Brautentführung kommen. Wie? Ich will einfach eine entspannte Hochzeit im Kreis der Freunde. Gewalt ist keine Lösung. Versuch's mal mit Gefühl. Geht doch. Gefühl wird eindeutig überbewertet. Ich bin da mal weg. Deine Laune ist mir irgendwie zu unheimlich. Ciao, Miri. Ciao. Oh, Entschuldigung. Verzeihen Sie, kennen Sie Oliver Sabel? Ja, der charmante Barmann hier vorne. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Ansonsten gehen Sie besser in Deckung. Was ist denn los mit dir? Gar nichts. Muss man immer gut drauf sein. Oliver? Mama. Ich habe eure Einladung bekommen. Schön, dass du da bist. Das ist ja praktisch. Du wurdest direkt über deiner Gaststätte. Ja, sehr praktisch. Und das ist dann wohl dein Christian? Nein, das ist Andi, unser Mitbewohner. Andi, darf ich dir meine Mutter vorstellen? Ach so, natürlich. Hi. Deine Mama. Freut mich. Dann haben Sie also den charmanten Barmann doch noch gefunden. Ihr wohnt also gar nicht zu zweit? Also du und dein... Nee, wir sind sogar zu viert. Genau, Konstantin wohnt auch noch bei uns. Und Konstantin ist Ihr Freund? Nein, ich bin nicht so. Olli, ich habe gerade mit Charlie gesprochen und die hat mit... Mama, das ist Christian. Frau Sabel. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wir dachten schon, die Einladung wäre nicht angekommen. Doch, ich... Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Ich wollte gerade welchen kochen.
bin dann mal weg. Auf Wiedersehen. Kaffee sehr gern. Schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Daran erinnerst du dich noch? Manche Dinge ändern sich nie. Haben Sie reserviert? Nein, ich möchte zu Frau Schneider. Charlotte? Henny? Was machst du denn hier? Schön hast du es hier. Ich meine, es hat sich einiges verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Stimmt. Eigentlich wolltest du mein Restaurant auch nie wieder aufsuchen. Ach, das ist so lange her. Und es ist so viel passiert seitdem. Ich warne dich, Henny. Wenn du gekommen bist, um Olli unter Druck zu setzen und ihm die Hochzeit auszureden, bekommst du es mit mir zu tun. Olli und Christian lieben sich und ich werde nicht erlauben, dass irgendjemand sich da dazwischen stellt. Darf ich auch mal etwas sagen? Ich war schon bei den beiden. Und Christian scheint ja wirklich sehr nett zu sein. Ich werde Olivers Glück nicht im Wege stehen. Das muss dich einige Überwindung gekostet haben. Die Welt ändert sich nun mal. Früher hätte es so etwas nicht gegeben. Zwei Männer, zwei schwule Männer. Aber was ich fragen wollte, ich möchte Oliver und seinen Verlobten heute gern zum Essen einladen, damit wir uns etwas kennenlernen können. Hättest du einen Tisch für uns? Ja, sicher. Du bist natürlich auch herzlich gern eingeladen. Ja, warum eigentlich nicht? Weißt du was, Henny, setz dich und wir trinken jetzt zur Feier des Wiedersehens erstmal ein Gläschen Champagner, ja? Ja. Wirklich apart, diese Vorspeise. Ja. Früher, glaube ich, wärst du eher verhungert, statt so etwas Exotisches wie Jakobsmuscheln zu probieren. Weißt du, Christian, bei uns in Meppen, da kommt was anderes auf den Tisch. Eher bürgerliche Küche, hm? Ja. Grünkohl mit Pinkel? Ich liebe Hausmannskost. Ja, deswegen wird er auch bald nicht mehr in seinen Hochzeitsanzug passen. Hey. Dann nähe ich ihn eben um. Merkst du, Olli, dein Zukünftiger und deine Mutter haben sich verschworen. Kann ich gut verstehen. Er ist ja auch wirklich ein Schatz, oder? Ja, Oliver, das ist er. Und die Hauptsache ist ja, dass du glücklich bist. Das bin ich. Christian ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich sitze hier am Tisch. Oliver, bitte! Jetzt lass sie doch. Sie sind verliebt, hm? Sofort aufhören, das ist doch abartig. Es ist falsch. Es ist ekelhaft und krank. Mama. Ich kann das einfach nicht ertragen. Henny! Frau Sabel. Das war's dann wohl. Nicola musste jetzt wissen müssen. Eher werde ich Pferdejockey, als dass meine Mutter meinen Lebenswandel akzeptiert. Du und Biene, ihr seid doch quasi so. Ach, na super. Ich bin einem Pony näher als meiner Mutter, wenn das nicht traurig ist. Olli, vor ein paar Wochen, da waren Pferde für dich, egal ob groß oder klein, doch auch ein absolutes No-Go. Manchmal muss man zu seinem Glück einfach gezwungen werden. Ach, immerhin lass ich mich zwingen. Gib deiner Mutter einfach ein bisschen Zeit. Stimmt. 10 Jahre sind ja auch echt was knapp. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum ist sie überhaupt gekommen? Weil sie dich vermisst? Ja, dann wird sie mich auch für den Rest ihres Lebens vermissen müssen. Du hast zumindest alles probiert. Am besten setze ich sie gleich wieder auf die schwarze Liste. Olli, und wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, dann setze ich dich auf die schwarze Liste. Ja, das Abendessen war heute ja auch wirklich nicht ausgiebig. Komm. Wie wär's mit Restepizza, hm? Wir packen einfach alles drauf, was wir noch haben. Oh. Könnte spannend werden. Wenn du jetzt noch Christina heißen würdest und schwanger wärst, dann wäre das Familienglück Sabel perfekt. Zumindest für meine Mutter. Ich kümmere mich später am Nachtisch. Bitte
Rezeption Meier. Was kann ich für Sie tun? Christian Mann, könnte ich bitte Henriette Sabel sprechen? Frau Sabel, schön, dass Sie noch so spät kommen konnten. Wenn Sie mir Vorhaltungen machen wollen, das hat meine Schwester bereits erledigt. Charlie hat Sie angerufen? Ja. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, Ihnen und meinem Sohn mit einem positiven Gefühl zu begegnen. Aber als Sie sich dann im Restaurant in aller Öffentlichkeit geküsst haben, also das war nicht einfach für mich. Das werden Sie wahrscheinlich nicht verstehen. Doch. Bevor ich mit Olli zusammengekommen bin, da war ich nur mit Mädels zusammen. Ich war sogar in einer festen Beziehung. Ich habe mir meine Gefühle für Olli immer ausgeredet, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen meiner Freunde und vor allem der meines Bruders. Ich war ziemlich verwirrt. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, was tust du da eigentlich? Warum redest du dir aus, in Olli verliebt zu sein? Kann ich dir irgendwas zu trinken bringen? Einen Kamillentee. Und eine Cola. Okay. Frau Sabel, Olli ist kein Serienkiller. Ganz im Gegenteil, er ist der toleranteste und liebenswürdigste und vor allem witzigste Mensch, den ich kenne. Warum also nicht zu ihm stehen? Das ist nicht so einfach. Doch! Sie haben Olli doch zu dem gemacht, was er heute ist. Ein erfolgreicher, selbstbewusster, junger Mann. Also akzeptieren Sie ihn so, wie er ist. Das hat er verdient. Glauben Sie mir, die Gesellschaft ist schon viel toleranter geworden. Und auch wenn Sie den Traum von einer Schwiegertochter aufgeben müssen, Sie bekommen einen Top-Schwiegersohn. Ich bin müde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ihnen auch. Wo bleibst du denn? Ich habe in der Wanne gewartet, bis ich ganz schrumpelig war. Doch keine Lust auf Dessert. Ich habe mich gerade mit deiner Mutter getroffen. Christian, es ist süß, dass du dich da so reinhängst, aber das ist verschwendete Energie. Das glaube ich nicht. Ich hatte echt das Gefühl, dass sie an einem Neustart interessiert ist. Vergiss es. Sie ist deine Mutter. Ich habe meine Mutter vor 10 Jahren verloren. Morgen. Komm. Ich mach das und du legst dich nochmal hin, okay? Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Zu viel Restepizza? Zu viel von meiner Mutter. Ist noch geschlossen. Guten Morgen, Christian. Wenn man vom Teufel spricht. Guten Morgen, Oliver. Mama? Ich bin da mal oben. Hast du gestern was vergessen oder warum bist du hier? Ich möchte mit dir reden. Wenn du mich wieder missionieren willst. Nein. Ich habe begriffen, dass du homosexuell bist. Immerhin. Wenn du es jetzt auch noch akzeptierst? Das ist nicht so einfach. Hey Christian, willst du mit frühstücken? Nee, danke. Was ist denn? Lässt dir doch sonst keinen gedeckten Frühstückstisch entgehen. Ach, Olli unterhält sich gerade unten mit seiner Mutter. Und ich sag mal so, die Versöhnung zwischen den beiden ist nicht gerade optimal gelaufen. Ja, dann lasst euch mal jetzt nicht von der Spießerin die Laune verderben, ne? Bitte, Schwarz. Für mich eine Latte. Sofort. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Was? Dass du mich nicht genug liebst, um zu mir zu stehen? Natürlich liebe ich dich. Du bist mein Sohn. Zu dem du nicht stehen kannst. Verstehst du mich denn gar nicht? Ich kann deine Lebensweise einfach nicht akzeptieren.
Ich akzeptiere deine doch auch. Ich bin im Kirchenchor. Ich engagiere mich im Sportclub. Das ist mir alles sehr wichtig. Das ist mein Leben. In dem ich nicht vorkomme. Ein homosexueller Sohn. So etwas gibt es in Meppen einfach nicht. Ich will doch nicht Hand in Hand mit Christian über den Marktplatz laufen. Oliver, die Leute dort kennen mich. Das sind meine Freunde. Ich lebe mit denen jeden Tag. Wenn die über mich tratschen, das ertrage ich nicht. Ich bin meiner eigenen Mutter peinlich. Es tut mir leid. Mach's gut. Gone from you forever, fading out under the Menschenskinder, habt ihr eine Ahnung, wie lange wir schon auf euch warten? Da vorne. Wir sind gerade noch 5 Minuten zu spät. Hallo. Also für Charlie ist das die gefühlte Ewigkeit. Hallo. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gusto mitgebracht. Okay, dann Sie aber auch bitte. Ja, ich sag nicht nein. Ja, und bitte seid gnadenlos in eurem Urteil. Ich möchte nicht, dass sich hinterher jemand über das Catering beschwert. Euer Tag muss perfekt werden. Ach, das wird er auch jetzt schon. Wir haben uns gerade mit dem Pastor getroffen, der uns trauen soll. Und er ist einfach rund, oder? Der ist sympathisch, offen und hat überhaupt kein Problem damit, dass wir schwul sind. Das freut mich für euch. Jetzt müssen nur noch die Presbyter ja sagen, aber der Pastor meint, das wäre reine Formalität. Und dann kann mein Kleiner endlich wieder lachen, weil er seine Kirche hat. Ich dachte gar nicht, dass du so viel Wert auf eine kirchliche Trauung legst, Christian. Naja, ich bin schon gläubig. Irgendwie. Ich gehe zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ja. Das riecht aber wirklich lecker. Ja, bitte, leg los. Also das hier sind die Vorspeisen, Salate, Hauptgänge, Desserts. Okay, doch, ja, hiermit an. Ja. Also ich finde das wirklich lecker und das müssen wir auch bestellen. Moment. Ui, Pastor Hinze. Herr Hinze, guten Tag. Okay. Oh. Machen Sie sich keine Gedanken. Gut, auf Wiederhören. Und? Die Presbyter haben abgelehnt. Die wollen uns nicht trauen. Ach nein. Was glauben die denn, wer sie sind? Die sowas entscheiden dürfen. Das wird man leider nicht ändern. Doch, Olli, man kann alles ändern. Ich werde hingehen und denen sagen, weshalb ich eigentlich in die Kirche eingetreten bin. Tolerante Community, christliche Nächstenliebe. Bitte nicht. Also wenn jemand diese Brüder rumkriegen kann, dann ist es Charlie. Ich fürchte, Christian hat recht. Das bringt nichts. Unser Pastor hat wirklich alles versucht. Ich hab mich schon gefreut. Also auch wenn es jetzt nur eine standesamtliche Trauung wird, wichtig ist doch, was es euch bedeutet. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir den Termin verschieben, dann wir könnten doch eine andere Gemeinde suchen. In Köln, da sind die bestimmt viel toleranter. Olli, wir verschieben überhaupt nichts. Mann, das Schneiders ist schon von Charlie reserviert worden. Die Einladungen sind verschickt. Und außerdem, ich will dich jetzt einfach heiraten, von mir aus auch ohne Kirche. Hauptsache, wir sagen jetzt endlich ja. Das Ganze hin und her, das geht mir total auf den Nerv. Hallo? Ich liebe dich auch. Ist noch einer ganz geblieben. Oh nee. Ja. Bringt das jetzt Unglück? Ups. Jetzt nicht mehr. Also wenn ich mal heirate, dann nur auf einer Insel. Am Strand, Palmen. Aha. Hast du das schon irgendjemanden im Auge? Tja, Andis vom Markt da. Muss wohl George Clooney sein, oder? Meinetwegen auch Brad Pitt. Na dann. Ich muss mal.
Ich bin gleich wieder da. Hey. Was ist mit dir? Bist du irgendwie so komisch drauf? Es war viel los auf dem Schloss. Ist was passiert? Ich erzähl's dir später, okay? Komm, wir helfen ihm. Nee, lass mal. Das gehört zu dem Brauch dazu, dass sie das alleine machen. Von wegen Glück in der Liebe. Ja. Was ist denn so? Lass mich doch. Kannst du mal aufhören damit? Das macht mich sogar nervös, wenn du so guckst. Ist doch schön, dass ich dich immer noch nervös machen kann. Unsere Hochzeit wird auch ohne Kirche ein Hammerfest. Und das weißt du schon jetzt. Mhm. Weil ich den Mann meines Lebens heirate. Das machen wir hoffentlich nicht bei jedem Kuss ab jetzt. Hey, hey, hallo. Wir haben eine Überraschung für euch. Danke schön. Danke. Ja, Arno und ich haben ein bisschen unseren Charme spielen lassen. Ja, also vor allem Charme. Nein, nein, Arno auch. Und das Ergebnis? Ihr könnt heiraten. Also ich meine in eurer Kirche. Was? Nee, ne? Wie habt ihr das denn geschafft? Ja, wir sind dahin spaziert und sind ziemlich mutig aufgetreten. Ich habe gesagt, dass ich aus der Kirche austrete, wenn sie meinen Lieblingsneffen und seinen zukünftigen so mies behandeln. Das hat sie wirklich gesagt. Ich war nur dabei. Wir haben ja darauf. Danke. Hey, hallo. Die Party ist jetzt vorbei. Und sie machen jetzt die Musik sofort aus, sonst mache ich den Laden komplett dicht. Falls er nicht freiwillig